Wir werden sicherlich nicht mit Dämonen und Paktierern an unserer Seite streiten. Nun, die kann man ja vorher herauslesen und, sagen wir, aus dem Bilde nehmen. Mir meinen Spezialaufträge zuweisen. Ich meinte eigentlich, sie an den nächsten Baum knüpfen, aber okay. Wie gesagt, diese Truppen müssen nicht unbedingt im Mittelreich anlanden. Wenn sie Truppen bilden, würde das völlig ausreichen. Wir werden uns darüber Gedanken machen, wie gesagt. Lasst uns darüber eine Nacht schlafen. Oder zwei. Derweil solltet ihr euch Gedanken machen, wie ihr weitere Schwachstellen von dem schwarzen Drachen offenbaren könnt. Immerhin ist dies eure Aufgabe, wenn ihr nach Wahrung übersetzt. Man sagt, Bitte sprecht ihr. er badet den Teriak. Vielleicht ergibt sich hier eine Möglichkeit, ihm den Nachschub abzuschneiden. Nun, dann solltet ihr euch in der Stadt umsehen und dort, wie wahre Helden es tun, nach einer Gelegenheit suchen. Egal was, tut es. Gibt es eine Möglichkeit, mit Hilfe dieses schwarzen Auges nun einige Vorerkundigungen durchzuführen? Das schwarze Auge mag uns die Zukunft zeigen und wichtige Punkte, die Satina vorher bestimmt hat, aber ein Blick darauf kann ebenso die Zukunft verändern oder aber in genau diese Richtung drücken, sodass die Interpretation dieser Prophezeiung schwierig sein mag. Und man weiß nie, wer noch zusieht. Und man kann sich seine eigene Zukunft angucken damit. Das schwarze Auge zeigt das, was es zeigen will. Man kann sie nicht befragen wie eine Kartenleserin, die in einem Zelt sitzt. Wäre auch zu schön gewesen. Naja. Aber vielleicht wird es uns irgendwann nochmal von großem Nutzen sein. Meine, dieser kompetente Magier in Romulus, der konnte ja auch in die Zukunft gucken und hat uns kleine Tipps gegeben, ohne das Gefüge irgendwie großartig zu verändern. Das war schon sehr hilfreich. In der Tat, ein sehr kompetenter Mann. Wir sollten ihn, wenn wir nach Romilis aufbrechen, noch einmal aufsuchen. Laut unseren Informationen, wird Rondrigan ansetzen, befindet sich auch Eiler von Schattengrund, das Schwert der Schwerter dort und wacht über die Fürstin Irmelgunde. Auch mit ihr könnt ihr verfahren, wie ihr mögt. Wenn ihr nicht vorgelassen werdet als Helden, dann werden wir euch ein Schreiben aushändigen, was euch Zugang zu Eiler von Schattengrund gewährt. Ich sollte doch hoffen, dass das Wohlwollen der Fürstin Irmelgunde ausreichen sollte. Aber Vorbereitung schadet natürlich nie. Und wenn wir ohnehin schon in Romulus sind, können wir auch gleich mit den Elementargeistern im Ochsenwasser sprechen. Also ich. Es schadet ja nicht, sich schon einmal auf einen guten Fuß mit ihnen zu stellen oder eine gute Flosse. Ha. Ja, durchaus. Nehmt gerne mit diesen Kontakt auf. Unsere Forschungen in Wahrung werden sich natürlich darauf konzentrieren, möglichst große Teile des wahren Namens aufzudecken. Denn das ist die größte Schwäche der Drachen. Wenn ihr Geleitschreiben für Beilung braucht, um eventuell mit Gwiduhenna zu sprechen, dann werdet ihr auch dies bekommen. Allerdings glaube ich, dass ihr, wenn ihr mit zwei Paios-Geweihten reist, Eltern wird euch sicherlich begleiten und auch mit der Mager von Spogelsen werdet ihr sicherlich auch mit Gwiduhenna sprechen können, der Fürst Illuminierten. Bin mir sicher, wenn wir um einen Termin bitten, wird man uns diesen gewähren. Davon gehe ich auch aus. Dies möchte ich doch gehofft haben. Gut, wenn euch noch etwas fehlt, dann lasst es uns wissen. Ansonsten stellen wir euch Asavo zur Verfügung. Er hatte schon den Wunsch geäußert, dass er euch begleitet, da er neben euch niederkniete. Und wenn ihr sonst etwas braucht, lasst es ihn oder uns wissen. Wir benötigen einige Pferde für den Weg nach Romelis. Die sollt ihr bekommen. Gut, habt Dank. Gut, dann dürft ihr euch wieder entfernen. Ah, Majestät. Ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage, Euer Majestät. Ja, Und Euer Gnaden. zwar, so wie ich es verstanden habe, werden wir vermutlich in Beilo vorbeikommen. Sollen wir in eurem Namen eine Nachricht überbringen? An Beilung. Lasst sie wissen, dass die Kaiserin Rohaya nun auf dem Thron sitzt und
dass wir uns über die Unterstützung von der Fürstilluminierten freuen würden. Wir senden ihr Unterstützung als bald möglich, können allerdings für nichts garantieren. Wunderbar. Das werde ich so ausrichten. Vielen Dank. Und dann erinnert sich nochmal verbeugen und abtreten. Paios, Rondra und Boron mit euch. Und mit euch. Eure Majestät. Mit euch. Mit euch. Eltern, was denkt ihr, wie man in Bailong auf die Nachrichten reagieren wird? Tatsächlich bin ich über das Bailunger Politikbild äußerst schlecht informiert. Ich gehe natürlich davon aus, dass wir mit Begeisterung empfangen werden. Die Tatsache, dass wir keine Unterstützung momentan liefern können, wird vermutlich nicht so begeisternd aufgenommen. Würde ich annehmen. Ich nehme mal an, die Fürstilluminata wird das tun, was sie seit 10 Jahren tut, und ihre Kräfte festhalten, um die Stadt zu verteidigen. Man kann ja wohl keinen Vorwurf daraus machen. Was passiert, wenn sie uns zwangsrequiriert? Ich bin ein Zwerg. Das kann sie gar nicht. Savo kommt wohl auch gerade hinter euch aus der Tür vom Ulm-Kabinett und nickt euch dann zu. Guten Morgen. Savo. Guten Morgen, euer Gnaden. Voltaxi, habt ihr noch etwas Marmelade im Bad? Och, sieht nach Quitte aus. Ja, ja, das war tatsächlich Quitte. Ihr seid ein sehr aufmerksamer. Was denn? Ich hätte ja vorher schon etwas gesagt, aber ich dachte mir, jetzt ist es auch schon zu spät. Eine Kaiserin mit einem Quittenbad umherlaufen, aber nur gut. Ja, das ist mir nicht unangenehm. Es war ja jetzt nicht etwas Ungebührliches. Ich hätte was gesagt, aber ich dachte, es wäre eine von euren Perlen. Neben den Pferden habe ich bereits dafür gesorgt, dass wir über einen Wagen verfügen, da ich natürlich weiß, dass wir Dracundas mit uns führen und diese Kugel 50 Stein schwer ist, dann dachte ich mir, dass es doch etwas angenehmer zu reisen ist, wenn wir einen kleinen Wagen dabei haben. In der Tat. Ja, hervorragende Idee. Seid ihr euch sicher, dass ihr uns begleiten wollt? Selbstverständlich. Ich repräsentiere den kampfstarken Arm der Hesindekirche und scheue mich nicht, mein Leben in den Ring zu werfen. Dafür wurde ich ausgebildet. Sehr hoffentlich. Wenn ihr mit uns reist, werft ihr nicht nur potenziell euer Leben in den Ring. Das muss euch bewusst sein. Ich habe bereits andere Heldentaten in anderen Namen vollbracht und werde weitere sicherlich im Namen der Hesinde tun. Schau mal zu Isarun, reagiert die irgendwie? Sie sieht irgendwie so ein bisschen stolz aus. Nun gut. Ich bin allerdings überrascht, dass ihr noch lebt, Jarlan Goldhand. Ich habe bereits schon einige Geschichten von euch und euren Begebenheiten auf Maraskan gehört und war dann doch erstaunt, als mir eure Gefährten berichteten, dass sie A. zu euch gehören und B. ihr noch lebt. Ich bin schwer zu töten. Auch das habe ich bereits vernommen. Und es scheint so, als hätte der Herr Paios noch den einen oder anderen Zweck in dieser Sphäre für mich. Und vorher wird er mich nicht aus ihr scheiden lassen. Solange ihr keinen schlechten Einfluss auf die anderen habt. Ich? Einen schlechten Einfluss? Verzeiht mir, euer Gnaden, ich bin mir natürlich darüber bewusst, dass ihr ein Geweihter des Paios seid. Doch auch vorher und im Nachhinein vernahm ich andere Taten, die an eurer Moral haben zweifeln lassen. Ich versichere euch, alles, was ich jemals tat, tat sich zum Ruhm des Reiches und zu Ehren der Götter. Das muss euch reichen. Und das reicht mir. Und ihr solltet nicht alles glauben, was die 10. Seite im Boten schreibt? Aber manches stimmt schon. Schnutze. Es geht nämlich um die 10. Seite. Wie gesagt, ich berichte, verzeiht, dass ich euch unterbrochen habe, aber ich habe meine Informationen aus nicht erster Hand, aber wohl aus zweiter Hand und ich meine damit den hochgeweihten Rechton. Den Abprimas. Ihr habt ihn auf Maraskan kennengelernt. Es ist immer so. Im Feld ist er alles anders als im Tempel. Im Tempel kann man sich bestimmte Dinge leisten, im Feld nicht. Um jetzt einmal von den Verfehlungen der anderen hier abzulenken. Und ich nicke mal in Greifenmunds Richtung. Ich würde anbieten, ein Porträt der Kaiserin anzufertigen für die Fürstin in Bailung. Ich denke, das sollte uns eine Menge guten Willen zumindest erkaufen. Oh ja, die Krönungsszene. Ja, das wäre eine vortreffliche Idee. Könnt ihr das aus dem Gedächtnis?
Ich bin mir sicher, ich kann die wichtigen Personen aufmalen. Vielleicht lasse ich die anderen ein bisschen im Hintergrund verschwinden. Ah, das wird faszinierend. Wenn ja, und ein gewisser Zwerg kann ruhig recht prominent positioniert werden. Ich zwinker Eldan einmal auffällig und unauffällig zu. Ein goldener Schall, der hinter ihr rauskommt, hinter dem Thron. Ah, es wird wunderbar. Iserun, ihr braucht auch noch ein Schwert, nachdem ihr euers der Kaiserin gegeben habt. Ja, in der Tat, da brauche ich ein neues. Ich glaube, wir wollten ohnehin in der Heldenschmiede vorbeischauen. Mögt ihr mit uns kommen? Sehr gerne begleite ich euch, egal wohin. Nun, dann brechen wir doch direkt auf. Familie Eisinger sind sehr nette Leute. Ich bin mir sicher, sie werden Zeit für uns haben. Ja, so könnt ihr gemeinsam in Richtung Süden gehen, am Arenaviertel vorbei, könnt den vielen, vielen Baustellen entgegenblicken, wo Gebäude nach oben gezogen werden, Schutt nach beiseite geräumt wird und es geht wieder voran. Gareth versucht sich zu berappeln. Südlich vom Buniner Tor trefft ihr auf die Heldenschmiede von Thorn Eisinger. Immer noch rauchen die Schlote nach oben, die 12 Ambosse, die unentwegt klingen und klongen und ordnen Werkbänken, wo geschmiedet wird. Nach kurzem Warten könnt einige andere Helden erkennen, die gerade herbeigetreten sind, in verschiedensten Ausfertigungen, in Rüstungen, teilweise in Maraskana, in Ferkina, Novadi könnt ihr erkennen. Viele Exoten, die hier stehen, sogar Abelmir kann einen Torwaller blicken, der da sich besonders aufplustert, bis dann Thorn Eisinger selbst an euch herantritt und euch erstmal zurück in das Zelt winkt, in dem der Heldenrat ehemals saß. Mittlerweile ist es leer, aber kann euch dann hereinwinken. Ah, so, mir wurde schon gesagt, dass ihr vorbeikommt. Iserun, du brauchst ein neues Schwert, ja? Ja, richtig, Ingerin zum Gruße. Hier geht es ja schon ordentlich voran. Ja, alle Hände voll zu tun. Seit der Schlacht in den Wolken. Aber ein schöner Anblick, seitdem alles in Schutt lag. Das gibt mir Hoffnung. Goldhand. Thorn. Ah, ich habe schon von eurem neuen Spitznamen gehört. Aber wirklich nicht grazil. Einfach nur in Gold getaucht, ja? Nun, es ist mehr Preis als in ihrem gefällig. Ich bin mir sicher, ihr hättet eine bessere Lösung gehabt. Nur selbstverständlich hätte ich die, aber... Aber ich sehe, die Helden der Welt stehen wieder Schlange, um Schwerter von euch zu erringen. Selbstverständlich. Ich muss es wohl auch besser damit gehen, hm? Nun, mein Handwerk kann ich natürlich für jeden Fall bieten, aber so viele Aufträge, die reinkommen, ich kümmere mich natürlich auch um die Helden, aber mittlerweile habe ich den Betrieb zunehmend an meine Tochter abgetreten, während ich Gareth wieder noch aufbaue. Ich habe natürlich auch noch an euer Durium gedacht. Ihr hattet mir ja, nachdem euer Zwerg Boltax das Ganze mir eingereicht hat und aufgeschmolzen hat. Die liegen auch noch bei mir rum, die Barren. Kümmere ich mich dann noch drum, aber aktuell ist, wie gesagt, da noch etwas wichtiger. Ich habe das aber nicht vergessen. Gut, was kann ich euch Gutes tun? Iserun, ein neues Schwert? Was ist mit den anderen? Ich könnte eine Rüstung gebrauchen. Währenddessen tritt dann Iserun herbei, nimmt einfach ihren Arm, ohne zu fragen, hält so ein kleines Maßband in seinen großen Fingern und vermisst dann erstmal den Arm und die Schultern und den Oberarmumfang, also dann nimmt er erstmal ein Maß. Vielleicht, weil ihr etwas rumliegen habt, das sich schnell anpassen lässt. Rumliegen? Ist vielleicht nicht klug mit einem goldenen. Dann könnt ihr auch in die nächste x-beliebige Schmiede gehen, Oltand. Ich bin Heldenschmied, so werde ich genannt. Thorn Eisinger und ich habe ihn jetzt rumliegen. Nun, dann schmiedet etwas. Ja, was soll ich euch denn machen? Eine Platte. Was Leichtes. Etwas, das ich gut unter einem Mantel tragen lässt. Unter einem Mantel? Werde ich wohl hinbekommen. Wie lange seid ihr in Gareth? Wollt ihr gleich wieder aufbrechen? Nun, einige Tage werden wir wohl schon bleiben. Vielleicht eine Woche oder so? Ja, wollte ich gerade sagen. Reicht euch das? 6, 7, 8 Tage. Wenn ich mich gleich ransetze, dann soll das sicherlich in 7 Tagen gemacht sein. Nun, das klingt doch sehr erfreulich. Ich glaube, für mich könnt ihr nichts tun, denn ich hab's nicht so mit Metall. Ich weiß, ich bin ein Zwerg, das ist einfach nichts für mich. Ja, während du mit ihm sprichst, blickst du so ein bisschen durch die Zeltplane und blickst so ein bisschen rüber zu dem Maraskaner, der da steht, hat so eine bunt angemalte Holzrüstung an, schuppig, also Lamellen, die dann übereinander liegen. Da ist wohl kein einziges Stück Metall dran. Oh, aber das sieht interessant aus, was dieser Mann in der bunten Rüstung da trägt. Ist das Holz? Der meint der Maraskaner, ja, Bruder, Schwester. Das ist Holz, das ist ein maraskanischer Hartholzharnisch, genau.
Könnt ihr sowas auch anfertigen? Ich weiß, es ist etwas exotisch, aber das würde mir gefallen. Aber ich bin Heldenschmied und ich habe auf der anderen Küstenseite gelebt bei den Zyklopen. Aber ihr könnt sicherlich mal mit Ulina Granitherz sprechen, wenn sie... sie ist zwar eigentlich auch Steinmetz, aber sicherlich könntet ihr mal mit guten Grüßen von mir fragen, ob sie euch eine Hartholzhalle bauen kann. Boah, das wäre fantastisch. Das klingt ja höchst interessant. Ja, das werde ich wohl machen. Wo werde ich sie denn antreffen? Ulinai, sicherlich im Gingram-Tempel. Den baut sie wieder auf. Allerdings streiten sich da wohl, welche Fassade dann die Ostseite bekommen soll. Kinkerlitzchen, Kleinigkeiten, aber... Jetzt strömen sie aus aller Herren Länder dabei und versuchen alle irgendwie ihre guten Tipps zu geben, wie der neue Ingrim-Tempel aussehen soll. Lass mich eins sagen, die neue Front wird nie fertig. Nun, bald sehen. Alles, was gut ist, braucht seine Zeit, nicht wahr? So ist das im Handwerk nun einmal. Ja, dann solltet ihr euch am besten noch Gedanken machen, welche Farbe ihr auftragt. Die ganzen Hartholzharnische werden wohl von den Maraskanern zumindest gut angemalt. Ja. Sag, was ist eigentlich Sumos Farbe? Ich würde sagen, es ist die Erdfarbe. Grün oder braun? Beides. Beides. Sowohl als auch eine Naturfarbe. Aber ich würde eher sagen braun. Ein schönes, vielleicht mit ein paar Applikationen hier und da. Ich habe schon eine gute Idee. Achso, Asavo, ich habe auch eure Spitzen aus Meteoreisen fertig für den Kampfstab. Oh, danke. Ach, zeigt einmal her. Meteoreisen ist das? Das ist ja spannend. Ein Stern, der irgendwo bei, ich glaube, Ravenna oder sowas runtergekommen ist. Und einige Helden haben ihn geborgen und dann das Meteoreisen zu uns gebracht. Meteoreisen, was hat denn das für Eigenschaften? Ist das besonders hart? Ich meine, mich zu erinnern, dass es besonders gut Zauber aufnimmt. Ja, korrekt. Ich kenne mich selber damit nicht ganz aus, aber die Zyklopen haben es auch das ein oder andere Mal benutzt. Sag mal, Voltax, sag doch immer, du magst kein Metall, weil das aus Sumos Leib gerissen wurde. Das ist richtig. Wie ist das dann mit Metall, das was von den Sternen gefallen ist? Ich meine, genau. Das kommt ja nicht von Sumo. Die meisten Zwerge, die ich gesehen habe, sind ziemlich misstrauisch. Das müsste ich mir einmal sehr genau überlegen. Die schwarzen Augen bestehen übrigens auch aus Meteoreisen. Allerdings werden die wohl noch vor dem Abkühlen dann behandelt oder so etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das läuft, aber scheint wohl auch große Verwandtheit mit Andurium zu haben. Nun, ich muss, glaube ich, einmal einen Elementargeist des Erzes konsultieren hinsichtlich dieser Frage. Das ist auf jeden Fall ein höchst interessanter Gedanke, Yalan. Boltax, du merkst auch auf alle Fälle, wie wohl dein Ritual durch so ein bisschen von den Kampfstabspitzen angezogen wird. So ein bisschen magnetisch. Es scheint eine gewisse Wechselwirkung zu geben. Ha, interessant. Interessant. Oh, das ist ein interessantes Metall, in der Tat. Ha, da bin ich ja schon ganz neugierig. Ach, wenn es etwas ist, das ihr verwenden könnt, das wäre doch hervorragend. Nun, auf jeden Fall. Die meisten Magier, die ich getroffen habe, behandeln Meteoreisen wohl eher als Abfall. Freuen sich dann eher, wenn sie Andurium oder sowas finden, aber ich kann damit immer noch gut arbeiten. Nun ja, dieses Metall hat eine gewisse Affinität zu Geisterwesen. Diese Geisterwesen werden von diesem Metall angezogen. Es hat eine gewisse Korrelation. Nun ja, manchmal ungewünscht. Nun, aber wenn Voltax gewünschte Elementargeister einlädt, dann wäre ja der Platz schon besetzt, sozusagen. Das ist richtig, das ist richtig. Da können andere bösen Geister kommen. Ah, diese bösen Geister. Furchtbar, sage ich euch, aber... Ja. Ein Versuch wäre es wert. Gut, Isaron, ich habe eure Maße. 7 Tage kriegen wir hin, neues Schwert. Gut, dann werde ich in den nächsten Tagen mehrmals vorbeikommen, um zu schauen, ob es... Einmal reicht, keine Sorge. Ich habe eure Maße, damit brauche ich keine weiteren Anpassungen. Ach, das ist so aufregend. Jetzt muss ich mir noch einen Namen ausdenken. Und ja, an deine Maße habe ich schon. Bist vielleicht ein bisschen dicker geworden, aber... Das kriegen wir schon hin. Augenmaß. Ich tätschle mir etwas empört den Bauch. Ja, den meine ich. Aber ich sage nichts. Ist auch gut. Es ist wahr. Ja.
Hast du denn schon eine Idee für einen Namen? Ich weiß, das wird euch wahrscheinlich nicht so gefallen, aber kennt ihr den hohen Drachen Naklador? Ja. Nun, er wird ja dem Gefolge der Hesinde zugerechnet. Und es gibt auch einige schöne Gebete, die sich an ihn wenden. Und ich dachte, irgendetwas mit seinem Namen vielleicht. Solltet ihr ein Schwert nicht erst benennen, wenn ihr etwas damit vollbracht habt? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht? Also ansonsten könnt ihr es natürlich auch, weil das Metall ja gewissermaßen ein Geschenk von Sumu ist, Sumus Gabe nennen. Das würde mir viel besser gefallen. Was für ein dummer Name. Was? Abelmir, seid doch nicht so unhöflich zu dem Zwerg. Abelmir hat bestimmt kein Schwert mit einem Namen. So, ihr könnt das Set noch weiter benutzen, interessiert mich nicht. Ihr seid ja Helden, könnt ihr euch gerne austoben. Wenn ihr noch irgendwas braucht, ich stelle euch gerne noch einen Krug Wasser oder sowas hin, aber ich gehe schon mal an die Arbeit. Wenn ich jetzt hier neben euch rumsitze und euch dumm rumschwafe, ne, habe ich auch nichts von. Fangen wir mit der Rüstung für den Dicken an. Er hat dich dick genannt. Nun ja, er gewiss hat ein wenig zugelegt. Und so ist es. Ach ja, Lan, keine Sorge, du bist immer noch schlanker als ich. Früher sind wir überall hinmarschiert. Und jetzt reiten wir den ganzen Tag. Ich sag euch, das macht viel aus. Wahre Kocherei hilft auch einer, ich habe mir. Nun ja, ein gewisses Zurückhaltung bei den täglichen Speisegewohnheiten würde helfen. Aber ja, ihr habt euch eure Ruben auch schon eine Nummer kleiner gekauft. Früher, Abelmir, als ich noch jung war, da mussten wir jeden Winter um unser Essen bangen. Nun ja, die Zeiten sind hoffentlich vorbei. Sagt einmal, Boltax, ja. Wenn ihr euch entscheiden würdet, eine Waffe aus Meteoreisen zu führen, was für eine Waffe würdet ihr überhaupt führen wollen? Ich bin ein Zwerg, vielleicht eine Axt, vielleicht auch etwas anderes. Ich habe mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, was ich aus Meteoreisen genau hätte. Warum nicht ein kurzes Schwert? Naja, ich habe schon zwei Dolche. Ich weiß nicht, ist das denn so ein großer Unterschied mit einem kurzen Schwert? Vermutlich nicht. Nicht in eurer Körpergröße auf jeden Fall. Eine Axt könnte praktisch sein, falls ihr einen... Dürft ihr Bäume fällen? Was sagt Sumo dazu? Ja, warum darf ich keine Bäume fällen? Und falls ihr einen Baum hacken musst oder in ein kleines Loch graben. Ja. Äxte sind hervorragende Werkzeuge. Ja, ich weiß. Deshalb haben wir mit Zwergi auch häufig Äxte. Ihr sollt allerdings bedenken, dass Meteoreisen deutlich schwerer ist als normales Eisen. Könnt ihr damit umgehen überhaupt, mit einer Axt? Ja, aber... Bestimmt irgendwie, irgendwann. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich ein kurzes Leben vor mir. Das ist richtig. Ich gehe fest davon aus, dass mich dieser Drache nicht schafft, sondern ich den Drachen schaffe. Haha! Eine lobenswerte Einstellung, Herr Boltax, eine lobenswerte Einstellung. Zwei Sachen, die jedem Zwerg in die Wiege gelegt worden sind. Eine gewisse Verträglichkeit für Alkohol und eine optimistische Einstellung im Kampf gegenüber Drachen. Und ein großer Hunger auf Pilze. Ja, das auch. Das auch. Und wobei, mein Cousin zweiten Grades, der ist überhaupt kein Pilzfreund. Ganz, ganz merkwürdig. Vielleicht ist er nur ein kleinwüchsiger Torwaler. Was? Nein. Nein, das wüsste ich. Vielleicht ist er ein so groß geratener Grollen. Was? Nein! Jalan, ich bitte dich. Schockier mich nicht so. Wie gut seid ihr mit ihm verwandt? Kennt ihr ihn genau? Sein Familienstammbaum? Ja, der ist mein Cousin zweiten Grades, also. Na dann wird er wohl kein Troll in eurer Ahnenlinie sein, vermute ich. Warum denn ein Troll? Nun ja, wie gesagt. Es ist schlimm, einen Troll in der Ahnenlinie zu haben. Aber ich glaube nicht, dass die Zwerge und Trolle. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Naja. Das ist mir jetzt auch wirklich genug zu diesem Thema. Gut, wir haben also 7 Tage Zeit, bis wir aufbrechen. Der Wagen steht bereits dort, wo wir ihn brauchen. Pferde werden sicherlich noch organisiert werden. Aber was habt ihr in der nächsten Zeit vor? Ich vermute, wir wollten dieses Heiltrank brauen in größeren Mengen. Dann müssen wir ja die Kiste bauen erstmal.
für das Kiriak. Heißt eine Doppelwandierkiste mit in der Außenwandung einer Kühlpackung Eis beschworen oder sonst wie beschafft. Und natürlich ein entsprechender Verschlussmechanismus, damit das sogenannte Teriak nicht entfleuchen kann. Doppelwandiges Glas oder doppelwandiges Eisen? Doppelwandiges Eisen wird es vermutlich tun. Und wird für den Fall, dass wir wirklich uns darauf verlassen müssen, keinen Teriak zu erbeuten, magische Hellsicht ins Innere erschweren. Zudem. Gut, das heißt, ihr seid also schon ausgelastet. Boltax, was mögt ihr tun in den nächsten 7 Tagen? Ach nun ja, ich dachte, ich gehe mal zum Ingrim-Tempel und spreche mit ihm. Naja. In der Rüstung. Genau, vollkommen richtig. Und dann vielleicht noch einen elementaren Geist des Eises beschwören, denn es wäre ja von Vorteil, wenn ich mich jetzt als Geode ausgeben möchte, dass ich nun ja zumindest ein, 2 Eiszauber beherrsche. Das klingt auf alle Fälle sehr sinnvoll. Eltern, ihr begleitet uns, ihr wollt jetzt ein Gemälde malen und habt noch etwas anderes vor? Natürlich, ich würde erstmal ein Gemälde anfertigen von der Krönung ihrer Kaiserin für die 4 Fürst Illuminata. Und wenn es sich zeitlich einrichten lässt, vielleicht auch noch eine Zeichnung des örtlichen Praios-Tempels. Daran ist sie mit Sicherheit interessiert. Das klingt gut. Oh, das wird mich beschäftigen, das werden arbeitsreiche Tage, das kann ich euch sagen. Arbeitsreiche Tage. Überstunden, ich verstehe schon. Isorun, was habt ihr vor? Nun, Spektabilität Voslarin hat mir angeboten, dass wir einige Artefakte zur Tarnung aus unseren Kammern mitnehmen könnten. Da werde ich mich einmal umschauen, was wir davon gebrauchen könnten. Und ich muss mir natürlich auch eine gute Tarnung überlegen. Ich dachte an Alchemistin, so dass ich immer mit Handschuhen herumlaufen kann und dadurch mein Gildensiegel verbergen kann. Dann wird man von euch erwarten, euch mit Teriak auszukennen. Vielleicht solltet ihr eine Nachhilfestunde nehmen. Und nicht eine unbedingt bei Voltax. Eine hervorragende Idee. Das im Hisinde-Tempel. Was für eine bessere Adresse gäbe es? Nun, ich will nicht unangenehm erscheinen. Aber vielleicht kann Abel mir euch da einen Kontakt vermitteln, der praktischere Erfahrungen hat. Gewiss. Wenn seid ihr euch sicher? Ich dachte, alle Schwarzmagier hätten die Stadt verlassen. Nun ja, es gibt keine Schwarzmagier, aber es gibt fähige Alchemisten des Roten Salamanders und nun ja, freie Magier, könnte man sagen. Und freie Magier gibt es auch. Gildenlose. Aber was denn, wenn man ein gildenloser Magier ist? Ja, das ist nicht gut. Hat überhaupt man auch nicht so einen Stab und so? Nein, man darf keine Standeszeichen eines ordentlichen Magus führen. Denn das wäre sonst Hochstapelei und auf Hochstapelei steht der Strick. Gewiss, gewiss. Selbstverständlich können wir uns auch gemeinsam mit meinem Großonkel zusammensetzen. Ich verstehe mich zwar in der Theorie auf Teriak, habe allerdings selber noch keinen alchemistischen Kontakt in den Laboren damit. Denn es ist verboten, damit umzugehen. Natürlich, eine hoch illegale Substanz. Right. Trotzdem kann es nicht schaden, das Wissen mitzunehmen, was vorhanden ist. Ich wollte euch gerade sagen, das Wissen dazu besitze ich und kann ich selbstverständlich mit euch teilen. Ich weiß zwar nicht, ob Abel mir Kontakte hat zu anderen Schwarzmagiern, die Proben davon hier in Gareth haben, aber und was in deren Institut passiert, bleibt in deren Institut. Zumindest hat Kaiser Perwall dafür gesorgt, dass sie einen Erlass bekommen. Ich denke, es geht erstmal um die Theorie dazu.